Willkommen bei Data Science für Mineralogen, Kosmo und Geochemiker und so weiter. Hier eine ganz kurze Anleitung, wie die Webseite funktioniert. Hier also das Video, das du gerade anschaust. Dann gibt es hier einen Überblick Inhaltsverzeichnis, das kommt noch, da ist gerade noch nichts drin. Und dann geht es hier zu den eigentlichen Einheiten. Und hier kann man dann diese Einheit anschauen. Also es gibt insgesamt 32 Stück, wie man hier sehen kann. Die kann man hier mit den Seiten durchlaufen. Und natürlich gibt es gleich noch ein paar geschicktere Filterfunktion. Sobald man die hat, die man möchte, klickt man hier drauf und es erscheint dann hier unten das Video und hier nebendran die Laufzeit. Wenn es Jupyter Notebooks gibt, kann man die hier runterladen, am besten mit Rechtsklick und dann Download Linked File, weil sonst geht das File bloß in einem Fenster auf, was ja nicht so optimal ist. Wenn Schlagworte vorhanden sind, stehen die auch da, vielleicht gibt es woanders gerade welche, dann gibt es zum Beispiel hier noch Schlagworte. Und wenn nichts da steht, steht eben entsprechend nichts da. Also das Entscheidende ist jetzt ein bisschen die Suchfunktion. Also angenommen, man möchte ein bestimmtes Kapitel, sagen wir mal Kapitel 5, dann gibt man das hier ein, klickt dann irgendwo anders hin, damit es weg ist und dann hat man hier die 5 Einheiten dieser Kapitel. Wenn die jetzt hier nicht in der richtigen Reihenfolge sind, dann kann man hier auf den Pfeil klicken, dann gehen die auch in die richtige Reihenfolge und dann klickt man wieder hier drauf und bekommt dann hier unten das, die entsprechende Einheit angezeigt mit noch Erklärungen. Hier wieder Notebooks, Schlagworte und so weiter. So, jetzt möchte man ja vielleicht genau so ein Schlagwort hier haben und möchte nach einem suchen. Dazu muss man zuerst mal diesen Filter entfernen, weil sonst wird nur in diesen, was schon vorgefiltert ist, gesucht. Macht man das weg und schaut bei den Schlagworten. Muss hier, oh, da offenbar muss ich hier noch was machen. Damit es nicht ganz so breit ist, man muss immer ganz rechts hier draufklicken und dann klickt man hier vielleicht auf Lock, weil man irgendwas mit Location haben will und dann bekommt man hier die Einheiten, in denen dieses Lock drin ist. Also einmal hier und dann kann man sich in diesen beiden Einheiten nochmal nachschauen, wie das hier mit diesen Location funktioniert. Und das war es eigentlich schon. Bei Fragen gerne an mich. Viel Spaß damit.